So, von hier aus fahren wir jetzt weiter mit dem Auto nach Richtung Pirna, wo unsere Wanderung mehr oder weniger beginnt. Weil natürlich mal wieder die Bahn streikt. Genau. So, jetzt geht es jetzt endlich auf Wandertour los. Meine Heidi hat noch ein bisschen zu kämpfen mit ihren Wanderstöcken. Das sind so Deluxe-Wanderstöcke. So, jetzt sind wir also ernsthaft auf dem Wanderweg. Und wir sind natürlich auf alles vorbereitet. Ja, meine Heidi sieht aus, als wenn sie auf richtig großer Wandertour wäre. Das stimmt. Schon schön hier, aber es ist auch feucht dafür. Für Ende August ist das schon. Das sind schon die ersten Sandsteine. Grün rein. Ja, das ist schon gut. Und hier sieht man auch schon die ersten Felsformationen. Hier ist das Richard-Wagner-Denkmal. Das sollte eigentlich in Dresden aufgestellt werden aus weißem Marmor, ist aber nie realisiert worden. Es wird hier sogar mit Musik hinterlegt. Ja, ich filme gerade. Du siehst aus wie ein Pilz mitten im Wald. Ein giftiger Pilz. Friede, Freude, Eierkuchen. Cool. Siehst du. Cool. Erste Mal, dass Heidi ihren Rucksack richtig trägt. Sie ist noch nicht mehr so schief wie sonst. Guck dir mal die Feldsteine an. Na, schon gut. Wahnsinn. Schön, 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 schön. Wie heißt das Teil hier? Utwalder Felsentor. Utwalder Felsentor. Felsentor. Also dieses idyllische Gasthaus hier mitten im Wald hat tatsächlich geöffnet, außer an dem Tag, wo wir hier sind. Ja, das wird ja ein toller Abschnitt hier. Was? Utwalder Grund. Das ist ein kleines Dorfchen direkt an der Elbe. Okay, jetzt sind wir fast am Etappenziel. Das heißt, die erste Etappe wäre hier schon zu Ende, aber Augustus Tour sagt, wir müssen noch ein Stück weiterlaufen an der Bastei vorbei und dann zum Amselgrund. Das ist unser Hotel. Sehr schön. So, wir wandern jetzt ein bisschen hier an der Elbe entlang. Gleich geht es noch einmal steil bergauf und dann vielleicht noch 3 Kilometer, dann sind wir am Ziel. Heidis Rucksack ist wieder schief. Ist er nicht lieb, meine kleine Heidi? Meine kleine Wanderfee.
16 Kilometer haben wir schon. Komm, das Ding ist zwei. Schon cool, ne? Fast ja. Drei. Mhm. Machen wir also die Brücke finden. Mal gucken, wie die Brücke noch finden. Wo ist noch von hier drüben? In der Brücke. Ja, was ist jetzt besser, von da oder von da? Guck mal auf. So, da unten ist unser Tagesziel.